So, jetzt wollen wir aber Kata steht an. Und wir haben zum ersten Mal diese Saison rechnerisch die Chance. Ich glaube zum ersten Mal. Rechnerisch die Chance, Weltmeister zu werden. Man sieht's, wir haben 170 Punkte Abstand. Es sind noch 228 zu holen, weil wir jetzt vor allen Dingen drei Sprintwochenenden in Folge haben. Links nach dem ersten Sprintwochenende geht der mögliche Abstand aber nur noch auf 159 runter, oder die möglichen Punkte, die man holt. Das alles so richtig gerechnet habe, was ich hoffentlich habe. Und dann hätten wir es natürlich logischerweise mit 170 Punkten Abstand. Heißt, ich fasse das so auf, dass McLaren mindestens 11 Punkte mehr holen muss, als wir, um noch im Meisterschaftsrennen drin zu bleiben. So fasse ich das auf. Heißt, die Chancen stehen sehr, sehr gut, dass wir das Ding hier heute dicht machen. Wir rechnen natürlich nochmal nach dem Sprintrennen und dann nochmal während des Rennens. Aber normalerweise, das hier können wir nicht mehr verspielen. So, Leute, wir können uns jetzt auch die letzten Rennen voll und ganz auf den Zweikampf konzentrieren. Um die Weltmeisterschaft. Amin, es ist nicht viel. Noch unter 20 Punkte Abstand, weil Oscar sich jetzt zwei dumme DNFs geleistet hat. In Belgien und in Monza. Und wir Sandford dann doch noch ganz gut gefahren sind. Ungarn gut gelaufen ist. England gut gelaufen ist. Kanada gut gelaufen ist. Monaco gut gelaufen ist. Imola gut gelaufen ist. Ja, also die Strecken, von denen man es eigentlich nicht erwartet hat, sind ganz gut gelaufen. Beschweren kann man sich da normalerweise weniger. Jetzt muss noch der Rest der Saison noch stimmen. Dann schaffen, können wir es hier schaffen. Ich glaube, achtfacher Champion zu werden oder so. Müsste es dann mittlerweile sein. Ja, genau. Wäre dann achtfacher Champion. Es wird schwer, keine Frage. Also ich denke mal, Oscar wird da weitermachen, wo er aufgehört hat. Und zwar, wenn er ins Ziel kommt, auf 1 oder auf 2 ins Ziel zu kommen, wie man sieht. Guck mal. Sprintwochenende, so wir müssen, es ist natürlich trocken, wir sind in Katar. Wir müssen jetzt erstmal den Motor natürlich wieder zurückschrauben. Da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen gucken, wie sich das Ganze ausgeht. Hier für Katar muss der vierte Motor noch herreichen, der hat schon 30%. Das ist halt harter Tobak, ne? Andererseits, du musst bedenken, der hier muss halt auch noch zwei Sprintwochenenden und ein normales halten, ne? Dann denke ich mal, wird der hier gut kaputt gefahren. Ich weiß nicht, wie sich die Sachen gleichzeitig abnutzen. Und dann wollen wir mal rein ins erste Training, wa? Sollen wir irgendwie noch Park Fermé-Regeln aus oder so? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, jedes einzelne Rennen muss jetzt funktionieren. Amin, Austin und Brasilien, okay. Die waren die letzten Jahre cool. Vor Katar habe ich immer noch ein bisschen Schiss. Weil der Reifverschleiß hier natürlich durch die Decke geht. Und Vegas als Saisonfinale ist halt Vegas, ne? Reifenmanagement brauchen wir gar nicht drauf gehen, das ist Quatsch. Um irgendwie Rennstrategie zu machen und gut ist. Quali-Tempo bringt uns da auch nichts. Okay, track's green right now, so take a few laps to get the tires up to temp and get yourself in the zone.
Wir müssen es heute noch ein bisschen später starten als eigentlich geplant. Müssen wir gucken, wie das Spielplan auf jeden Fall noch Sons of the Forest. Nils kommt später noch und dann machen wir da noch mal ein bisschen. Ich habe heute auch noch vor, auf jeden Fall mindestens eine Area in Syndicate zu looten. Mindestens eine. Und eigentlich wollen wir auch noch ins neue Projekt reingehen. Strammer Zeitplan heute. Wir haben aber auch theoretisch Zeit. Hat er jetzt schon wieder zwei Gänge hochgeschalten, ne? Dieses Lenkrad, ne? Also, das wird langsam nervig, bin ich ehrlich. Muss das mal vielleicht reinigen ordentlich. Bei Katar muss man jetzt natürlich erstmal wieder seinen Groove finden, damit man hier ordentlich schnell ist. Stört mich leider ein bisschen, dass wir auch nur so wenig Runden im Training fahren werden. Aber bringt halt nichts, aufs Reifenmanagement zu gehen, ne? Gerade das Mikro wegmachen, das hängt mir sonst ziemlich im Weg. Ja, wie man sieht, ich habe die Strecke wieder komplett verlernt. Ich weiß nicht ganz genau, was das war. Aber ich würde mal vorschlagen, wir starten das Programm einfach mal neu. Hey, das ist immer noch langsamer, aber nicht so lange wie gerade eben.
Gut, funktionieren tut die Rennstrategie nicht. Der zwei ging aber in Gang übersprungen. Das war fast zu viel. Der Martin davon ist mich jetzt schon irritieren, das ist so normal. Ich einfach weiß, dass er jetzt irgendeine Scheiße bauen wird. Da gehen wir auch noch. Thank you.
Das geht weit. Aber jetzt hier nicht so schlimm. Training ist es noch nicht so schlimm. Qualifying wir hier ohne jetzt natürlich logischerweise gelöscht. Program complete and a job well done. Ah, ja. We got some excellent data. Immerhin besser als diese erste verkackte Runde. Ja, das ist halt Katar so, ne? Also ich weiß nicht, wie man da den erwarteten Graf so erwarten kann. Also das verstehe ich nicht. Das ist für mich halt immer noch irgendwo verbuggt. So, kann ja nicht sein, dass es so dermaßen viel schlechter ist. Ich verstehe, dass der einfach hier scheiße ist, aber nicht das. Qualitempo, wir können es versuchen, es wird nichts bringen. Ich kann einfach drauf scheißen, ehrlich. Das Setup fahren wir ohnehin so, da bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen den Wagen noch umschrauben, Gott sei Dank. Gut, dass ich da noch dran gedacht habe, das wäre nämlich in die Hose gegangen. Ja. 30er Verbrennungsmotor, ich meine, geht dann auch vielleicht 50% hoch, nicht ganz. Wie viel haben wir? Okay, sollen wir mal rennen. Das sind 30 Runden, nicht Runde jetzt, grob, um einfach zu rechnen. Sprint sind 40 Runden. Qualifying wären je 3 Runden pro Quali-Teil. Je 3 Runden pro Stint. Heißt, das wären 9, 18 Runden im Qualifying. Sagen wir 20 gerundet. Heißt, 40, 60 Runden sind es auf jeden Fall, die wir mindestens fahren werden. Im Idealfall. Ja gut, da wird der Motor schon so auf seine 45 mindestens hochgehen, ne? Wenn man das jetzt so in etwa vergleichen kann. Der vierte Motor, der dritte Motor mit dem vierten Motor. Ja, wir gucken mal. Es bleibt eh nichts anderes. Ja, den frischen können wir noch nicht anfahren. Das Getriebe hält immerhin durch. Im Moment echt nur der Verbrennungsmotor, der ein bisschen stresst. Gut, gehen wir ins Qualifying. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, aber wir sind kein Satz soft gefahren. Ich muss reden. Jut. Hoppala, falsche Szene. Das war die falsche. Hier ungefähr nicht still, ne? Weird. So, Reifensatz gehen wir erstmal auf 2 Runden. Mal, es werden wahrscheinlich eh die Reifensätze ausgehen. Es ist halt Katar. Da müssen wir dann schon gucken, dass wir jetzt 2 clean Runden hinbekommen, um am besten gleich auch in Q2 nochmal mit 2 clean Runden durchzukommen. Also, der Doppelstint.
sollte nicht so auf den Williams auffahren. Wenn der mir aber Oscar, den möchte ich auch nur ungern Windschatten nehmen. Boah, Alter. Okay, der Körper war ein bisschen zu viel. Lass mich raten, der hat mir auch den Unterboden zerrissen. Ne, sah gut aus. Okay, das wundert mich. Okay, die Reifen sind jetzt natürlich dreckig. Wir müssen aber auf denen auf noch eine weitere Runde gehen. Alter, das war ein Abgang. Ja, liebe Kinder, so macht man's nicht. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Ich weiß ja nicht, warum genau wir 14 hinterher sind, aber wir sind 14 hinterher. Das war besser. Da ist zwar die Batterie alle, aber immerhin eine Zeit für den zweiten. Oder kommt ein schneller Ferrari von hinten? Ah, ne, der ist gar nicht so schnell. Alter, war das ein Apfelblume? Ich wusste, dass da keine Wand war. Dass der mir den Unterboden nicht zerrissen hat, wundert mich. Wenn man bedenkt, wie sehr wir da über erstens die Swordfish Curbs und zweitens danach über den Kies geflogen sind. Ich glaube eh, dass das mit dem Unterboden ein bisschen buggy ist. Weil wir haben uns den schon ewig nicht mehr zerstört. Mindestens ist es mir nicht in Erinnerung geblieben, sondern dass er sich verbuggt hat und dass er einfach der Ultra-Panzer-Unterboden ist. Oder das liegt vielleicht am Skillen, dass wir den halt, weil wir den Unterboden ja logischerweise im Skill-Tree Skillt haben, dass der halt dadurch auch einfach robuster wird. Das kann natürlich sein. Ich bin ja an einer ganz ungünstigen Stelle gerade, um Autos vorbeizulassen. Ich nehme mal die Route außen rum.
Oh, hier sieht man meine hübschen Spuren. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Aber das ist ein Abgang, ey. Holy shit. Schon wieder Bots. Wieso kommen die ganzen Twitter-Bots eigentlich, die ich auf Twitter jetzt langsam alle blockiert habe? Wieso kommen die jetzt alle? Da kommen die jetzt alle auf Instagram und ich muss mal kurz telefonieren. Oh Kacke, ich habe vielleicht vergessen auf Pause zu drücken. Aber ich glaube, wir sind eh safe weiter, oder? Nein, nicht rausfahren! Oh lol, oh mein Gott, jetzt habe ich verdrückt. Aber wir werden weiter sein, oder? Wir sind Dritter. Ach, okay. Ich wurde gerade angerufen. Ich hab einfach vergessen auf Pause zu drücken, Stoli. Alle anderen Spiele, weißt du? Wenn ich raustabe, springen die in Pause rein. Ach, den Reifen, das brauchen wir nicht mehr fahren. Alle anderen Spiele, die ich habe, die gehen automatisch in den Pausemodus, sobald ich raustabe. Und ich hasse es, wie die Pest. Nur F1 macht das nicht. Hast du jetzt auf Pause zu? Ja, aber guck mal, passt locker. Sogar den schnellsten zweiten Sektor. Sorry, ich bin wieder da. Es hat gerade alles ein bisschen Meme-Potenzial, was gerade so passiert. Ja, skippen wir mal durch. Ja, Oscar schnellster. Wir sind relativ knapp dahinter, das ist okay. Wo ist denn der Fries auf 14? Also dem dieser Fries, der hat sich ein bisschen gefangen in der Saison. Das ist noch nicht ansatzweise das, was ein Ferrari holen sollte, aber man muss sagen, Carlos ist halt auch nicht gut mit dem Ferrari. Ah, nächste Season ist er eh weg vom Fenster, von daher. Dann wird sich ja alles wieder so ein bisschen normalisieren. Ist die Audioqualität weird? Ich weiß nicht. Der ist aber jetzt gerade nicht auf den frischen Satz rausgefahren, oder? Nee, das war noch der erste gebrauchte. Okay, gut. Dann machen wir dasselbe nochmal. Vielleicht diesmal ohne Abflug. In der ersten Runde. Alter, was ist das hier? Ja, Gott, der Alpine bremst plötzlich runter.
Bei dem Ferrari-Sandwich. Ja, da wird er aber nicht bleiben. Wir gehen noch hinter den anderen Ferrari und dann... Ah, shit. Bisschen Overtake sparen. Aber kein Abflug war, aber trotzdem scheiße. Bisschen Batterie sparen ist ja kein Overtake. Verpiss dich. Alter, was soll das denn? Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Alter, wenn der keine Strafe bekommt, ne? Ah, grandios. Das hat's komplette Qualifying gefickt. Ist ja sehr ungünstig, aber geht gerade nicht anders. Ja, das war ja mal blockieren in der Nutshell, Alter. Ja, da vorne geht's weiter. Guck mal, da wird noch mehr blockiert. Der Reifensatz auch hin. Scheiße. Ja, das hat mir jetzt komplette Qualifying gerade versaut. Wo wir jetzt mit dem Reifensätzen nicht mehr auskommen. Ja, das ist nicht mehr auskommen, aber wir haben halt gleich beim Kampf um die Pole nur noch einen frischen Satz und auf dem gebrauchten Satz brauchen wir halt nicht zu fahren. Ein bisschen scheiße, bin ich ehrlich.
Alvisa, wenn der Erste keine Strafe bekommt, weiß ich auch nicht. Also, ob das echt Theo war, der mir. What the fuck, okay. Der mir im Weg stand. So am Arsch ist der Satz halt noch nicht, ne? Aber ist ja trotzdem risky. Aber pass auf, den hier können wir dann gleich im Zweifel auch noch als ersten Satz in Q3 fahren. Dann nehmen wir jetzt den frischen. Auf nochmal zwei Runden. 1,20, 2,40, 3,40 raus. Skip, skip, skip. Schissen. Was habe ich gesagt? 3,40, ne? Ja. Okay, engines fired up. We're set. Und lässt bitte ohne, dass nur hinter Pfeife im Weg steht. Heißt es hinter dem Fries. Generalfunk aus. Got that confirmed. Gucken, wer noch mal fährt. Ich habe die Abstände jetzt natürlich gar nicht im Kopf. Hoppala. Ja, scheint ein großer, also sind schon 5 oder 6 Autos sind auf jeden Fall drin geblieben. Wir müssen nur eine halbwegs kleine Runde hinbekommen und sind auf jeden Fall durch. Und dann können wir uns auch theoretisch bei einer Runde belassen. Mal schauen wir erstmal, wie die werden wird. Reicht aber. Das ist halt auch so ein dummer Bug, dass hier Hotlap nicht für eine komplette Runde reicht. Da haben die auch nie was dran gefixt an dem Bug. Normalerweise sagst du, dass Hotlap genau für eine Runde reicht. Für eine Quali-Runde. Passt perfekt von der Kapazität deiner Batterie. Hier nicht. Hast gerade gesehen, wie wir nochmal, ich glaube, 30.000stel waren es verloren haben. Das ist einfach Schmutz.
das ist halt pure Zeit, die uns am Ende fehlt. Und die Formel 1 ist oftmals so knapp, dass die Zeit dann 2-3 Positionen ausmachen kann. Das ist einfach so. Aber es ist halt ein Bug im Singleplayer, den EA nicht interessiert. Im Multiplayer wird es den Bug nicht geben. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, wir sind wieder auf 3 weiter. Wieder mit keiner clean Session. Und wieder Pierre Finoris ich, ne? Hat man letztes Mal auch, glaube ich. Wieso kriegt der McLaren eine Strafe? Oder bin ich in McLaren reingerattert? Nee, das war ein Aston, den ich reingefahren bin. War das ein McLaren? Nein. Das ist raus. Die ist auch auf 14. Nee, konnte so mit Piastri hatte Alex. Weißt du, aber das gibt keine Strafe. Nicht mal eine Anmerkung. Oder Tsunoda mich blockiert. Nee. Was war dann Aston? Das müsste ja eine Kollision gewesen sein, wenn dann. Danke, das war von Aston Martin. Übung finde ich. Übung. Naja. Aber die beiden Dreifsätze haben sich genau gleich abgenutzt. Aber den ersten, der hat trotzdem weniger drauf. Ja, wir sind aber auf beiden nur eine Runde gefahren, ne? Klar. Okay, guys, everyone be aware, the car's ready to go. Ach, Oscar fährt auch. Ah, der kommt sogar noch vor mir raus. Ja, geil, im Formationsflug rausfahren. Kein Interesse daran, so zu pushen, aber die KI leider direkt im Nacken sitzen.
Der wird doch jetzt wohl nicht zum Überholen ansetzen, oder? Ja. Okay, we can take you this lap. Er steht mir gleich sowas von wieder im Weg. One lap of fuel remaining. Da ist aber keine Referenz, die Zeit. Der Ralf hat jetzt 3 Runden gelaufen. 3 schnelle Runden. Ich muss jetzt ganz fix wieder in die Box gehen. Bei 3:40 müssen wir wieder raus sein. Ja, bei 5 wollte ich spätestens in der Box sein. Das ist okay. Ich bin früher da. Wird sich ausgehen. Besser, der Reifensatz.
340, ne? Ich habe kein Kurzzeitgedächtnis. Wie an die Reifensatz aussieht. Ja, dann haben wir schon mal keine clean Session. Keine clean Quality Session. Finde ich gut. Nicht. Aber naja, so ist es, ne? Standing by. So, jetzt die anderen nicht so nah rankommen lassen, sondern eher ein bisschen wegfahren. Der Mercedes bleibt anscheinend drin. Okay, da sind wir schon mal nicht Zehnter. Ingenieurfunk aus. Okay, copy that. Ich bin noch nicht so viel schneller, wie ich gedacht hatte, leider. Oh wow, okay. Der Abstand ist echt gering. Ich weiß nicht, wie viel Abstand wir da oben haben. Das hat Zeit gekostet. Aber nicht sonderlich viel. Aber jetzt geht uns die Batterie alle.
Zehntel verloren. Da kommt auch noch mehr dazu. Scheiße. Mehr als Zehntel haben wir verloren. Gerade nach für die Pole verspielt, oder? Ritter. Ich habe mir auf jeden Fall die Front Row verspielt. Scheiße. Das Qualifying ist beendet. Und okay, Paul habe ich mir weitem nicht verspielt, aber Front Row. Paul war Piastri, Norris nie in der Option. Ein Wagen des neuen Teams. Dank. Das war's mit dem Qualifying. Jetzt können wir uns okay aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechung. Alle mit Leben. Ich glaube, damit schaffen wir zwar das Quali-Duell gegen Oscar nicht mehr, aber davon kann ich mir auch so nichts. Aston Martin echt schlecht. Hätte ich besser erwartet, aber vielleicht noch keine Reifen mehr, könnte ja auch sein. Okay. Ja, mal gucken. Kommt jetzt auch noch ein Sprintrennen, ne? Also. Im guten Start, wer weiß, wohin es geht. Gut, dann wollen wir mal, wa? Und rennen. Ja, unsere Trainingssession war natürlich kacke. Willkommen beim heutigen Sprint. Das wird wieder ein fantastisches Wochenende. Hey, kriegen wir jetzt. Kommen oder wir kriegen noch ein Grid, okay. Startreihenfolge für das heutige Sprintrennen. Oscar Piastri startet aus der Pole Position. Vor Lando Norris, der von Platz 2 starten wird. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Ein Wagen des neuen Teams. Perez. Verstappen. Albon. Drugovic. Sainz. Theo Pourchaire. Russell. Gasly. Daruvala. Armstrong. De Vries, Tsunoda, ein Wagen des neuen Teams, Liam Lawson, Joe, Magnussen, Hauge, Stroll und Logan Sargeant. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Und bei mir ist heute Stefan Römer. Es gab da für Sie in letzter Zeit eine ganze Reihe an kostspieligen Unfällen. Ich kann mir vorstellen, dass sich das negativ auf die Motivation ausgewirkt hat, oder? Zuversicht ist selbstverständlich ein wichtiger Faktor. Und jedes Mal, wenn du einen Unfall hast, wird nicht nur der Wagen, sondern auch diese Zuversicht beschädigt. Aber alle Topfahrer sind in der Lage, diese Dinge während eines Rennens auszublenden und sich auf das aktuelle Rennen zu konzentrieren. Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Jo, medium. Hätte mich auch gewundert, wenn hier den Soft vorgeschlagen hätte. Okay, how was that pull away? You'll have a bit more grip. 3 von allen medium. Make sure you get some heat into the brakes as well. Die beiden Red Bulls sind auf Angriff aus. Wir wissen aber auch, dass die Medium hier recht früh eingehen, die Soft hier recht früh eingehen. Also so ab der Hälfte des Sprints sind die normalerweise deutlich langsamer als die Medium. Deswegen müssen wir die im Zweifel nur versuchen, gegen Anfang zu verteidigen oder halt gegen Ende wieder zu überholen. Da kann ich mir ein bisschen überschauen. Das Headset anschauen, weil das geht. Ich glaube, mein Headset hat actually auch schon Knacks weg. So schnell wie das wieder leer ist. Vergiss halt auch einfach immer das nachts anzuschließen. Weißt du, da hängt das schon extra an der Steckdose. Damit ich es über Nacht laden kann.
Gut, dann wollen wir mal schauen. Ja, Sprintrennen meine ich, hatte ich recht gut in Erinnerung. Im Hauptrennen wird es halt echt problematisch, sobald die Reifenstrategien dazu kommen. Weil hier können wir halt am besten versuchen, auf 1 zu fahren. Ob das gegen Oscars Pace natürlich funktionieren würde, ich wage es zu bezweifeln, aber... Wie sagte ein berühmtes Pärchen. Schauen wir mal, was wird. Ne, ein bisschen weiter nach vorne kann ich noch. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch. Oh Gott. Okay, ich dachte außen, weit außen rum ist der Way to go, aber es war da zu weit außen rum. Gut, wir nutzen einmal einen Joker. Ich habe mich mit dem Red Bull da innen gerechnet. Das ist der einzige Joker, also wenn es jetzt in die Hose geht, dann geht es halt jetzt in die Hose. Alter, kommt der schon wieder da so reingedrückt? Diesmal geht es beim Flügel gut, ne? Ja. Na gut, war natürlich nicht der Start, den ich mir erhofft hatte. Oh Gott, im Himmel. Max mit dem Rutscher. Da reicht über DRS nicht. Alter, Digga, ich schaff's nicht in der Kurve zu bleiben. Und ich muss viel aggressiver in die letzte Kurve reingehen. Ach ja, jetzt wird der Unterboden auf einmal beschädigt, klar. DRS is being enabled this lap. You can use DRS when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Das ist aber wahrscheinlich, der Sprint ist jetzt schon für den Arsch, weil sobald der Unterboden auch nur einen leichten Knacks weg hat, hat es vergessen. Da kriegst du nichts mehr gebacken. Mal gucken, was passiert, wenn den Soft da vorne die Reifen ausgehen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Rote Flagge!
Keep your Delta number positive as we... Alter, was war das denn? Racing again. The safety car is in this lap. Okay. On track, resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time. So far, no plans for a safety car. Da stand ein McLaren, aber falsch rum. Boah, hab ich mich erschrocken. Das war richtig close. Alter. Da stand ein McLaren falsch rum. Gott sei Dank habe ich mich dazu entschieden, innen vorbeizuziehen. Weil ich dachte, der McLaren, der ausfällt, ist der, der langsam ist da vorne. Alter, das hätte einen Hardcore-Crash gegeben. Puh, Junge, Junge, Junge. Okay. We've done all right so far, but this is a chance to take a break. Ja, wir gehen auf die Soft, klar, keine Frage. We've got another half of this race to go, and there's still a big opportunity there. Jetzt ist natürlich die Soft. Alter Schwede, okay, Restart. Geht jetzt sofort los, wir haben keine weitere Einführungsrunde, was ich schade finde. Deswegen müssen wir jetzt direkt drin sein. Ja, Soft bitte. We're getting underway in just a moment, stand by. The body's taken a little damage, just watch out for it. Okay, jetzt ist es natürlich richtig Racing. Weil jetzt geben natürlich keine Reifen mehr nach. What the fuck? Wo ist der? Wie kann das sein, dass die mir so derbe abhauen? Ist natürlich, jetzt hat Max den frischen Satz noch nach wie vor drauf. Den alten Satz oder hat er einen frischen Satz drauf? Weil ich glaube, der hat keinen frischen Satz. Dann müssten die Soft-Starter alle auch noch ihren alten Satz drauf haben. Das würde natürlich bedeuten, der Reifen wird trotzdem ein bisschen zumindest eingehen. Alter, das war ein richtiger Cold Brown gerade eben. Has been enabled.
Aber das könnte dann jetzt schon theoretisch unser Test beendet sein, ne? Wenn der McLaren ausgefallen ist. Also auf jeden Fall den McLaren noch zu überholen da vorne. Okay, that's us with 5 laps of fuel remaining. 5 laps of fuel left. Ah, der S-Train, ne? Da war leider kein Platz für mich. Uiuiui, okay, das war nicht nett. Da war ich sehr viel schneller. Problem ist, mir geht das Overtake aus. Da, what the fuck, wie viel schneller der ist. Nein! Egal. Oh nein! Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz! Ach, Digga. Ich glaube, ich bin in der letzten Kurve noch weggeschmissen. Ah, nicht weggeschmissen, nicht, aber.
letzte Kurve, weißt du? Oh, es ist dumm. Piastri kann mit 2 auf 4 zurück. Denn er baut seine Führung weiter aus. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Die Startaufstellung steht jetzt also fest und wir freuen uns auf ein fantastisches Rennen. Schalten Sie morgen wieder ein, um live mit dabei zu sein. Und bis dahin sage ich ciao und bis morgen. Ah, ist das dumm. Alter, das ist laut hier gerade. Ja, das ist gerade leider. Auf meinem Ohr zumindest, das ist ultra verbuggt wieder. Ja, dumm. Dumm. Letzte Kurve halt. Ich habe halt zu viel gepusht. Ja, immerhin sind wir nicht. Ich habe gedacht, wir schlagen ein. Das war's. Tatsächlich. Scheiße, hätten Front Row starten können. Naja. Hauptsache nicht dran draufgegangen. Russell und Stroll sind noch ausgeschieden. Okay. Länderschade von hinten. Das hilft jetzt natürlich schon mal bei der. Im Kampf um die, ne? Weißt du Bescheid? Genau. Im Kampf um die Konstrukteursmeisterschaft. So, jetzt müssen wir erstmal gerade gucken. Schnellste Rennrunde ist wer gefahren? Ich denke mal Oscar, weil er der Einzige ist mit einer 1,19. Ja, und ich auch, aber ich war langsamer als er. Ja. 19,8. Ja, das Rennen wird halt durch, also das wird halt durch die rote Flagge jetzt ein bisschen gerickt. Alter, war das close. Knappes Ding da, ey. Russell und Stroll, das gucken wir uns sofort nochmal an. Vielleicht noch die Strategie, da können wir natürlich einen Fick drauf geben. Ne, er hatte tatsächlich zwei frische oder noch einen frischen Satz. Schauen wir mal, Medium hat das Rennen gewonnen. Soft war eine alte. Uff, Junge. Da kommen wir so mit Norris. Das hat dann die rote Flanke rausgeholt, ja. Mit 7 ist George schon abgekackt und der Carlos hat dann natürlich logischerweise noch seine. Links zum Absitzen. Frontläufer. Jetzt sind sie alle hinten reingefahren wahrscheinlich. War Lando denn ein Totalschaden oder ein. Okay. Doch, Totalschaden, ja, weil er sich gedreht hat und wie man da reingefahren ist. Wir gucken uns das sofort an. Das ist ja schon in Runde 3 passiert. Naja, was ist hier vorne passiert? Ich muss das Ganze mal aus der Perez-Perspektive an. Ich hol mal ein bisschen vor, und soweit es der Controller zulässt. Der wird auch immer kaputter. Was passiert da vorne mit Lando? Rutscht wahrscheinlich beim Jahr, rutscht jetzt raus. Alter. Und ich dachte aus der Perspektive, der Red Bull da vorne ist es, der so langsam ist. Da habe ich den Norris da vorne, wahrscheinlich genau wegen der Anzeige oben links, der Positionsanzeige oder der Rundenanzeige nicht gesehen. Und ich kann froh sein, dass ich mir entschieden habe, innen vorbeizuziehen. Alter. Puh, das sind wie viel? 10 Zentimeter?
Es ist ein halber Reifen. Weniger. Also, ne. So einmal durchgeschnitten jetzt. Eine Handbreit. Ziemlich genau, würde ich sagen. Ein bisschen mehr vielleicht als eine Handbreit. Wieso wäre ich... Alter, war das close, Junge. Ja, mit dem habe ich da vorne nicht gerecht. Dachte ich, das wäre der Perez da vorne, der da so lahm ist. Da kommt Sainz, da kommt das große Übel. Der rettert voll rein. Ja, mit Maxen rettert er rein. Alter. Und der nächste hinten rein. Zeigt mit, wie viel? Okay, 120 waren es. Ja, 120 trifft es genau. Gut, da hat man schon mal Crashes mit mehr Impact, aber eins kann froh sein, dass er das überlebt hat. Kovic ballert dann hinten drauf. Ja, okay, das war Bug, dass der hinten drauf ballert, der da einfach vorbeifahren kann. Wurde auch hinten reingerastelt? Ja, der hat schon angeschaut. Hat durchgeflitscht. Das war Action geladen und wir haben ja noch einen Hauptraum. Das kommt ja auch noch. Ja, dann gehen wir hier mal auf weiter, auch weil es auch sehr laut ist tatsächlich. Das habe ich gar nicht gerechnet, ne? Ich bringe ja jetzt nicht direkt ins Rennen rein, oder? Normalerweise müsste man in das Menü reinkommen. Aber zumindest laut Kommentar sind wir noch kein Konstrukteursmeister. Ich werde jetzt sofort nochmal rechnen. Wir haben jetzt noch 43 plus 58 plus 58 plus 43 Punkte zu vergeben. 202 Punkte, die noch zu holen sind. ...176 Punkte Abstand. ...22. Sprich, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir jetzt gleich 22 Punkte mehr holen... ...als... McLaren sind wir Konstrukteursmeister. Wird nicht einfach, obwohl Lando ja schon mal von hinten starten wird. Mal gucken, was sonst noch an Strafen dazukommen wird. Schauen wir mal, was wird, ne? Alter, was? Chaos. Ehrlich, ey. Das Wochenende ist bis jetzt kompletter Chaos. Gut, dann machen wir damit weiter. War 29 Runden. Aber jetzt geht es für mich natürlich viel mehr auf Strategie. Gucken, dass wir irgendwie den One-Stop über die Bühne bringen. Hoffentlich mit einem passenden Safety-Car. Wäre mir die idealsten. Weil so wird das dann funktionieren und auch gut funktionieren. Wir befinden uns wieder in Katar. Letztes Jahr haben wir pausiert, weil ein kleines Fußballturnier stattgefunden hat. Aber heute ist die Spannung auf der Strecke wieder da.
Wir sind zurück in Lusail auf der 5,38 Kilometer langen Strecke. Sie hat 16 Kurven in ihrer einzigartigen dreizackigen Form und nur eine einzige DRS-Zone nach der letzten Kurve. Die Strecke ist schnell und flüssig und es gibt eine gute Überholmöglichkeit mit DRS auf der Start- und Zielgerade vor Kurve 1. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Oscar Piastri startet aus der Pole Position und daneben steht Max Verstappen. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir ein Wagen des neuen Teams, Armstrong, okay, Theo, ist das Alben mit Strafe? Ja, ne? Albon, Perez, okay, nur auf Gasly, DeVries, das ist trotzdem ein gutes Zeichen für uns. Sainz, Leclerc, Magnussen, Daruvala, Hauge, ein Wagen des neuen Teams, Liam Lawson, Tsunoda, Stroll, Norris, Joe und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Es steht schon wieder ein Rennen an. Stefan Römer ist bei mir. Stefan, unsere Fahrer haben wahrscheinlich einen sehr harten Tag vor sich. Auf was wirst du achten, wenn sie gleich auf die erste Kurve zufahren? Der Start eines Rennens ist immer einer der aufregendsten Momente. Man hofft, dass jeder einen sauberen Start hinlegt. Das ist vielleicht der tückischste Teil des Rennens. So viele Fahrer auf so kleinem Raum. Es spricht für die Fähigkeiten der Fahrer, dass es nicht mehr Vorfälle gibt. Okay, we need a good result today if we want to catch Piastri in the Drivers' Championship. Ja, probieren wir mal irgendwie so aus. Wir werden keine 15 Runden auf den waren dann eher 14, 15. Auch das wird kritisch werden. Naja, irgendwie müssen wir uns auf die Bühne bringen, weil sonst Two-Stop lohnt sich halt in einem Half-Distance-Rennen nicht. Right, let's get the car up to temperature on this lap, please. We're learning the gears, so let's go through them all if you can. Weil ich muss gucken, dass ich irgendwie innen reingehe. Weil außenrum verlierst du auf jeden Fall, wenn du außenrum in Turn 1 reingehst. Hinter mir ist Armstrong auf Soft. Okay. Das ist jetzt aber wieder maximal unbelohnt. Vorteil natürlich, Alex mit der Strafe. Dass der jetzt in Anführungszeichen natürlich nur von 7 startet. Lando startet von hinten. Ich würde mal sagen, dass Lando den Wagen weggeschmissen hat, hat uns die Konstrukteursweltmeisterschaft schlussendlich gebracht. Aber abwarten, was passiert, ne? Das sieht halt schon anders aus, wenn Oscar warum auch immer wieder einen Motorenplatzer bekommt. Obwohl er den ja auch gerade erst hatte. Letztes Rennen. Und ich halt auch irgendwie eine Kacke baue oder so. Wie bei mir vorprogrammiert ist, weil das Wochenende komplettes Chaos ist bis jetzt. Und natürlich die Reifenstrategie hier mehr als kritisch ist in Katar. Aber okay, es geht halt wirklich drum, den Start zu gucken, wie der wird. Hinten ist erstmal nur Armstrong mit Soft. Dann halt ganz hinten noch mehr, aber das ist nicht schlimm, die werden früher in der Box sein. Ich schlag doch aus, dass die Pen One-Stop fahren werden, ich wüsste nicht wie. Gut, wollen wir mal gucken, der dritte Start heute. Aber tatsächlich haben wir noch eine rote Flagge, ey, heftig. Ich hätte gedacht, dass jetzt nochmal einer kommt, weil die letzte ist auch schon ein bisschen her. Ich muss gucken, dass ich auf jeden Fall außen nicht reingehe zum Angreifen, sondern lieber innen verteidigen werde. Das ist die deutlich bessere Variante. Aber wenn ich gegen Armstrong verliere, ist kacke, der mit dem Soft vor sich zu haben. Oh, es gibt den Start verpennt.
Der Alpine geht auf 2. Der Alpine geht auf 2. Okay, das hätte eigentlich nicht besser laufen können für mich. Max kam nicht gut weg und Oskar hat den Start hart verdattelt. Muss ich mal gucken, ob ich Pace-Technik in Alpine los werde. Obwohl, den weg zu bekommen ist natürlich ein bisschen einfacher als die Top-Teams. Allerdings ist der natürlich auf den Soften. Ich muss ein bisschen hoffen, dass er sich verteidigen kann auf den Soft. Dass ich halt abhauen kann. Max ist schon am Fighten. Was ist denn los, ey? Dauergelb oder was? Alex ist raus! Oh mein Gott. Ist das bitter für McLaren? Das ist die Konstrukteursweltmeisterschaft für uns. Alter, wo steht der denn? Der steht ja mitten in der Map. Okay, DRS is now available. Schön, dass wir ihn jetzt gerade raus haben. Also den Alpine. Ahead of you, there's a yellow flag ahead. Ja, der Rennstart war ordentlich. Der hat eigentlich genauso funktioniert, wie ich das zwar nicht beabsichtigt hatte, aber gewollt hätte. Ja, Track Limits natürlich. Ja.
natürlich, dass Oscar und Konsorten wieder rankommen werden an mich, das ist auch klar. So haben wir vielleicht erstmal bis zum Boxenstopp oder so Ruhe. Fahren uns nicht jetzt schon unnötig die Reifen kaputt. Dann fängt langsam an abzufallen. Wie gesagt, 5 Runden können die Soft mitpushen. Danach sind die im Eimer. Also nicht im Eimer, aber die sind halt dann definitiv langsamer. Aber für den werden die jetzt gleich nicht sonderlich lange brauchen, um den zu schnecken. Oh Gott. Hat keiner gesehen. Alter, was ist denn jetzt hier los? Okay, clear. Eins ist raus, okay. Oscar ist dann abends schon vorbei. Also jetzt beginnt er die Jagd auf mich, grandios. Ja, dann wird er vom Boxenstopp aber auch bei mir sein, denke ich mal. Alter, bin ich auf der Geraden, das ist kein Safety, oder? Okay, listen, don't worry about it, mate. It can happen to the best of us. Now look, I've put a new strategy option for you in the MFD, so go and have a look. Understood, copy that. Wir müssen auf Rune stoppen. Wir dürfen so früh nicht stoppen. Es ist zu früh. Wir schaffen es mit dem Harten nicht fertig. Aber wir müssen schon mindestens bis 13 fahren. Okay, be aware, the grip levels are going to start falling away soon. Thank you.
Ja, da fahren wir so bis 13. Wie gesagt, der erste Satz macht meistens mehr Stress als der zweite Satz im Rennen. Okay, so. Ja, ich muss gleich nochmal kurz AFK. Heißt, dass ich genau hier an der beschissenen Stelle rausgelassen werde, weil ich mich gerade gehört habe. Deswegen setzen wir einmal kurz zurück. Das ist natürlich kein Joker jetzt. Nur um die Bonus wieder besser zu finden. Das Feld hat sich mittlerweile schon gut gesplittet. Sein, dass Oscar mehr am Verteidigen ist. Am Reifenschwimmen ist gerade. Deswegen halt ein gutes Stück langsamer ist. Oder was ist gut? Relativ gleich auf mit mir. Während ich wie ein Irrer pushe. Aber auch Fehlerbau, wie man sieht. Ja, diese und die danach fahren wir noch und dann geht's rein. Armstrong fährt immer noch auf sein Soft. Alter, wie bitte? Platzen den doch gleich unterm Arsch weg. Andererseits, von den Zeiten her, können wir eigentlich noch eine Runde gehen. Nein, von den Zeiten her können wir hier nach auch noch eine Runde gehen. Thank you.
und noch eine Runde. Von den Abständen her ist halt okay. Wir halten den immer noch über 3 Sekunden. Das erstaunt mich, ja, aber... Deswegen, zeitlich sind wir noch nicht so kacke unterwegs. Boxenstopp. Boxenstopp. Didn't receive that. Repeat the message. Repeat the message. Boxenstopp. Boxenstopp. Hallo. Confirmed. We'll receive Danke. You at the end of this lap. Meine Fresse. Ganz gut für mich, wenn Oscar eins länger geht mit seinen Reifen. Ich dann logischerweise eine Runde vor ihm wieder schnell bin. Okay. So, ich bin mal kurz AFK und gleich machen wir dann weiter mit dem zweiten Stint. Okay. Gut, da sind wir wieder. Wir sind in der Boxeneinfahrt vor unserem zweiten Stint. Bisher läuft's recht gut, dadurch, dass die Startphase nach wie vor ganz gut funktioniert hat. Wir haben auch noch ein wenig Zeit verloren. Tatsächlich sind sogar noch eine Runde länger gefahren, als wir eigentlich vorhatten mit den Reifen. Und jetzt mal gucken, wie das denn auf den harten wird. Wir müssen es so gesehen nur noch zu Ende tragen. Oscar geht, meine ich, durch. Ich glaube nicht, dass er... ...er mit uns reingekommen. Sehe ich da unten rechts im Rückspiegel was Grünes? Aber kann auch sein, dass er das ist, aber trotzdem noch on track ist. Kann auch sein, dass er mit reingefahren ist. Steht halt noch nichts, ne? Ne, steht noch keiner drin. Ich bin halt auch keine Abstände, sonst kann ich gucken, wo wir rauskommen. Ich meine, Stand jetzt würde ich mal sagen, sind wir auf jeden Fall Konstrukteursmeister. Wir können ja mal schnell rechnen. Aktuell, McLaren kriegt keine Punkte. Wir kriegen maximale Punkteausbeute. Heißt. So schade, dass das hier kein Live-Stand ist, ne? Eine Quatsch, hier kann man gar nicht reingucken in den Live-Stand. Mittlerweile auf 527 WM-Punkte. Punkte Unterschied. So McLaren, die aktuell keine Punkte machen. Da wir hier nachher nur noch 176 Punkte zu vergeben haben nach dem Rennen. Also, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir Konstrukteursmeister werden heute. Dann wollen wir da auch mal hinfahren, ne? Nein, Oscar ist nicht mit in der Box. Okay, der Reifen vorne links liegt auf 67% hoch. Gut, ich wollte maximal bis 70 fahren. Das hat sich ganz gut ausgegangen. Und wie gesagt, wir sind immer noch eine Runde länger gefahren als eigentlich geplant. Fahren wir natürlich erstmal zurück, weil die alle durchgehen. Wir nehmen den harten und kommen jetzt hier in dieser wunderschönen Lücke aus. Das ist ja fast perfekt. Da betteln sich gerade Gasly und Darovala. Na gut, okay, die werden mich aufhalten, aber mal gucken, ob wir bis dahin überhaupt... Ah, so weit kommen wir gar nicht ran. Wir kommen in eine sehr gute Lücke raus, tatsächlich.
eine dicke Lücke. Aber die ich jetzt natürlich nicht. Also ich darf jetzt die Detail jetzt hier die nächsten paar Runden nicht verkacken und dann gerne in die Box fahren. Bevor Oscar wieder rauskommt. Ich fände es schön, wenn der noch eine Runde gehen würde. Ich wüsste zwar nicht, wie genau das machbar sein sollte, aber ich fände es gut. Ich meine, wir haben ihn ja nicht sonderlich aufgehalten. Ja, der kam ja auch wirklich nicht mehr ran an uns. Oh Gott. Deswegen. Der Bot-Account von gerade eben gefollowt. Okay, das habe ich auch noch nicht erlebt. Ah ne, der Bot-Account hat nicht gefollowt. Nevermind. Moin Moin. Gorgor, dankeschön für dein Follow. Ich dachte, du bist der Bot-Account von gerade eben. Auch nicht einmal 24, weil es mir zu teuer ist. Sehe ich nicht ein dafür, 70 Euro hinzublechen. Wir spielen die Season hier noch zu Ende. Das sind ja nur noch die paar Rennen jetzt. Und danach hole ich es mir, wenn es runtergesetzt ist. Ich nehme mal so gegen Mitte Juni, also jetzt irgendwann nächste Woche sollten wir reingehen, normalerweise. Robert, ich sehe es nicht ein, EA so viel Kohle in den Arsch zu blasen. Sonst alles bestens. Also aktuell für Katar läuft das schon nicht gut. Wir haben einen guten Rennstart hingelegt. Wir haben einen exzellenten Rennstart hingelegt. Pace ist absolut akzeptabel. Mal gucken, wie das auf dem zweiten Stint mit den Harten werden wird. Ja, sagen viele. Armin, dieses Driver picken und dann mit dem die Karriere fahren, das ist kein Modus für mich. Oh, ich will meinen eigenen Charakter erstellen. Aber es ist halt nicht ein EA, nach zwei so schmutzigen Spielen da so viel Kohle in den Arsch zu blasen. Schon wieder. Deswegen ist es einfach zu teuer. Nur an Oscar gehen wir auf jeden Fall wieder vorbei. Gut. Guck mal, wir haben sogar Zeit gut gemacht. Übernützig. Alter, 5 Sekunden Abstand. Krass. Okay, heißt das jetzt irgendwie verwalten. Die letzten 13 Runden. Keine Ahnung, wie wir auf den harten drauf sind. Allerdings sind wir nicht auf den harten gefahren. Und ein Armstrong ist wieder irgendwie auf 3. Aber der fährt halt echt ein Soft Medium, ne? Ja, dann wird er aber auch gleich wieder abfallen. Aber das ist nicht schlecht, weil der Alpine hält da alles auf. Von daher, das kam uns auch am Anfang auf seinem Softsatz entgegen. Von daher macht er das jetzt auf dem Medium weiter, gefällt mir an sich sehr. Sehr wenig Bugs, das ist was Gutes. Im Vergleich zu F1 22 und 23, wie gesagt. Also ich hatte jetzt jedes F1 seit F1 2017 und ich hatte in F1 22 so viele Bugs wie in F1 2017 bis F1 2021 zusammen. So. Und ich meine, der F1 22 war das erste F1, was EA übernommen hat. Deswegen bin ich da direkt negativ mit EA reingestartet. Ah, das Ding ist halt auch jetzt, wie auch in dem Spiel hier, dieses ganze F1 World-Scheiß, den brauche ich halt alles nicht so. Das ist halt einfach unnötig für mich. Ich brauch's halt nicht. Keine wirklich krassen Unterschiede kommen, außer der Spanne, vorletzte Kurve, ein unsichtbarer Hubbel ist. Den habe ich in F1 23 auch. Den habe ich hier auf der kurz vor Startziel, also vor der Ziellinie in Portimao. Dieser Hubbel. Und der kostet einem richtig Zeit.
Das ist das G39? Ist es nicht 29? Wenn du runterscrollst, kommt unten so ein Banner mit Equipment, da steht's drin. Ist es nicht 29? Oder 39? Moment mal, ich hab's da unten liegen. Ich erkenn's nicht. Also ich hab die Verpackung da unten liegen, aber ich erkenn's nicht. Ja, irgendwas mit G29, also es ist G29. Auf PC. Naja, PC. Nee, deswegen, also EA habe ich sehr negative Erfahrungen. Mit allem einfach. EA ist einfach nur ein Haufen, der Kohle will. Das war es. Ja, ist gut. Nee, Problem ist halt, die Spiele, seitdem EA da am Ruder ist, FN 22, 23, die waren bei mir so dermaßen verbuggt. Und EA gibt halt einfach einen Fick auf Bugs. So, es interessiert die nicht. Wenn es nicht im Multiplayer ist. So, Singleplayer interessiert die halt einfach nicht. Das ist halt fucking EA. Aber ich habe jetzt keinen Bock, mich über EA weiter aufzuregen. Da habe ich schon genug Gehirnzellen dran verschwendet. Hier sollte ich mich über Oscar aufregen, der jetzt schon wieder auf 3,9 ran ist. Nee, deswegen, ich hole mir das dann, wenn ich es beim Drittanbieter 20 Euro günstiger kriege. Sehe ich mehr Sinn drin. Handling, gut, das sagen auch viele, ja. Also du hast, was ich so gehört habe, wohl wahrscheinlich also ein bisschen mehr Frontend-Grip als Grip auf der Hinterachse. Da weiß ich nicht, ob ich das so geil finde, aber ich lasse mich überraschen. Obwohl du natürlich das Hack besser fangen kannst, wenn es ausschlägt. Ending-Patch, wenn man das schlechter gemacht hat, ja. Ach ja, EA und Patches. Wenn sie dann mal was fixen, funktioniert's nicht. Ja, aber abwarten. Das Spiel ist an seinen Kinderschuhen und dass Spiele ganz und funktionierend auf den Markt kommen, das ist ja schon lange nicht mehr der Fall. Wie gesagt, ich bin ja schon überrascht, dass das Spiel zum Anfang relativ gut funktioniert hat. Das hat mich ja schon gewundert. Das ist viel wichtiger geworden. Ich finde, Setups sind hier schon wichtig. Aber ja. Setups ist dann eh immer in der ersten Season erstmal eine Findungsphase, was genau funktioniert und was nicht. Oh Gott. Greifen wir uns mit auf. Da kriege ich bestimmt irgendwie hin. Irgendwie bestimmt. Außer in Katar, da geht's nicht. Aber Katar ist auch einfach rigged. Na gut, du verbrennst dich auch so leicht mit einem Formel 1 Auto, ne? Also, wenn du jetzt kein ABS an hast oder sowas. Das ist ja okay, wenn es ein bisschen krasser wird, was das angeht. Ich finde nur so ganz den Arcade-Stil soll es halt nicht verlieren. Es soll jetzt nicht zu einem iRacing oder zum Assetto Corsa werden. Also ein bisschen den Arcade-Faktor möchte ich ganz gerne, dass das Spiel es behält, aber es schafft es ja auch. Lieblingsteam? Ich bin Mercedes. Ich bin schon seit Schumacher-Zeiten Mercedes, also. Lieblingsfahrer ist schwierig, weil die beiden Mercedes gerade echt Schmutz sind. Jetzt wird's feiern, wenn Lando zu Mercedes kommt. Aber der hat ja jetzt erstmal wieder für mehrere Jahre unterschrieben. Flugzeuge, wohl nicht sonderlich. Also ich bleib ganz gern auf dem Boden, sagen wir mal so. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass Oscar jetzt gerade richtig hart rankommt und gleich an mir einfach vorbeiziehen wird.
Das Ding ist so, wie der rankommt, werde ich da aber auch nicht viel dran ändern können. Der wird einfach vorbeigehen. Schade, habe ich auf den Mädels deutlich besser gehalten bekommen. McLaren, ja, das kann ich nachvollziehen, das ist okay. Damit kann ich arbeiten. Wie Oscar am Fliegen ist, das ist ja komplett unnormal. Da wird nun gleich vielleicht dein Herz ein bisschen weinen, weil wir in den neuen Runden die Konstrukteursmeisterschaft dicht haben. Gegen McLaren. Weil die ein komplett beschissenes Rennwochenende haben. Wie schneller der ist, das ist so unnormal. Seit kurzem? Oh. Was ist seit kurzem? Also seit wann ist seit kurzem? Wie definierst du kurz? Sag ich mal so. Oh lol, da kommt Bergmachers. Ja, wie schnell der hier ist, das ist so unnormal. Ja, ich lasse den jetzt fahren, weil es macht keinen Sinn, den zu fighten. So unnormal, echt, wie die KI so schnell sein kann in Katar. Ja, wie gesagt, der ist sowieso. Gerade haben wir es auf dem Hardstand nicht gehalten bekommen. Da könnte ich jetzt aber noch ein bisschen mich ziehen lassen, damit bin ich auch noch gegen Max verlieren. Vor 7:23, ja, das ist ja wirklich noch ganz so. Ja, mittlerweile kann ich es wieder nachvollziehen. Die Rennen sind ja mittlerweile wieder ein bisschen spannender geworden, auch wenn Max nach wie vor dominiert. Oder der auch mittlerweile schon gar nicht mehr so ganz stimmt. Aber so diese zwischenzeitlich das Ende der Hybrid-Ära so ein bisschen, das war schon echt langweilig. Die paar Seasons, die waren schon nicht so spannend. Mittlerweile geht das wieder. Die KI ist eine 100er genau. Ich frage mich halt nach wie vor, wie sehr sich die KI weiterentwickelt hat von F1 23 zu 24. Also ob zum Beispiel in F1 24 eine 100er KI schwerer ist als in F1 23. Das ist halt noch so ein Ding. Damit ich halt weiß, auf welcher KI-Schwierigkeit wir in die Season reingehen, in 24. Aber alles, was ich da bisher gehört habe, war, dass das ziemlich gleich, ziemlich even sein muss. Ach, ich muss aber wieder hochstellen, weil ich einen Haas gewinnen kann. Ja. Aber das geht aber. Also du spielst dann auch erst seit letztem Jahr F1, oder was? Dann jetzt schon auf eine 80er KI zu sein, ist respektabel. No tire concerns at the moment, just focus on the driving. No tire concerns, halt Schnauze. Ja, Weihnachten. Oh, das geht aber krass. Halbes Jahr auf eine 80er KI hoch und du musst noch höher gehen, dann lernst du echt schnell. Props. Ich weiß nicht genau, wie lange ich damals gebraucht habe, aber das war ja auch noch damals. Ich glaube, F1 2020 war mein erstes mit Lenkrad. Mein allererstes generell. War F1 2017.
Februar bis Mai nicht fahren konnte. Oh, okay. Aber das macht's dann noch besser für dich. Also das lässt's noch stärker dastehen. Okay, wie viel fährst du denn so? Also, I mean, das Ding ist halt, F1 mit Lenkrad ist halt learning by doing, ne? Also, je mehr du halt machst, desto schneller geht's und desto besser geht's halt auch. I mean, wenn du am Tag genug fährst, dann geht das natürlich auch relativ fix. Mit 25% Konkret, okay, ja. Ja, wieder, also um besser zu werden, ich meine, auf der 80er KI brauche ich dir eigentlich nicht mehr viel erzählen. Aber es ist halt wirklich einfach learning by doing. Einfach fahren, einfach auch kein Zeitfahren. Ich habe auch zum Anfang Zeitfahren gemacht, habe ich 3-4 Runden gemacht, danach bin ich in den ersten Grand Prix reingegangen. Und davon habe ich dann auch nur 3-4 gefahren, dann bin ich direkt, zack, Karriere, let's go. Ich bin direkt reingeschmissen. Also lernst du es dann auch. Das ist ja am besten, finde ich. Also 35% finde ich auch mittlerweile, stimmt. Ja, es ist alles learning by doing. Ja. I would set up, ziehe ich mir aus dem Internet. Deswegen habe ich keine Zeit für da wirklich mich reinzusetzen und wirklich von Grund auf mein eigenes Setup zu überlegen. Die ziehe ich mir aus dem Internet. Und die funktionieren dann mal mehr, mal weniger gut. Ja, ich hab eher immer lieber direkt Rennen gefahren. Mir reicht dann das erste Training, um wieder in die Strecke reinzukommen, um das Setup so grob zu testen. Na gut, da bekommt man natürlich. Da geht ja auch relativ schnell, ne? So eine Stunde in F1 ist ja wirklich nichts. Wenn ich schnell bin, schaffe ich ein Rennwochenende mit Training 1 und Qualifying, einem kompletten Qualifying, Q1, Q2, Q3 und einem 50% Rennen in 2 Stunden, wenn ich schnell bin. Sonst würde ich immer eher 2-3 Stunden dafür einplanen. Also klar, das ist dann on-stream und das ist alles noch viel mehr Gelaber dazwischen und bla bla bla, aber man kriegt mit F1 schon ein bisschen Zeit totgeschlagen. Ich muss sagen, nach einem 50% Rennen bin ich auch schon ziemlich fertig meistens. Da bin ich schon ziemlich im Eimer. Ich merke halt auch wieder, meine Konzentration in der Regel nachlässt, schon während des Rennens. Make-up zerstört, da ist die einzelne Einstellung beim Setup. Okay. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das Swathmaster sich so verhält. Aber beim G29 muss ich nicht sonderlich viel noch nachjustieren. Ich glaube, ein Regler habe ich noch ein bisschen umstellen müssen, damit es passt. Moment. Arbeiten. Hier. Nee, das stimmt nicht. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier, glaube ich, hin.
Ja, Lenkrad 100%, den Rest kann ich auf 0 lassen, dann passt das Lenkrad so. Das finde ich sehr angenehm tatsächlich. Ja, ich hole mir auch grundsätzlich erstmal ein Setup aus dem Internet. Und dann passe ich das halt noch an, wie es mir gefällt. Weil das sind halt meistens dann richtige E-Sports-Setups, die halt auch der Normalverbraucher nicht fahren können. Oder ich nicht. Weiß, als ich in, ich glaube, F1 2020 angefangen habe mit dem Lenkrad, da musste ich noch bei der Lenkradkalibrierung einiges einstellen tatsächlich. Weil der sonst überhaupt nicht so reagiert hat, wie er reagieren soll. Das ist mittlerweile simpler. Entspannter. Benutzerfreundlicher, könnte man meinen. Und ja, EA kann anscheinend auch irgendwie benutzerfreundlich. Ich glaube selbst noch nicht so ganz, aber es scheint irgendwie fast ein bisschen zumindest zu funktionieren. Ungarn, oh, dann hau besser ein gutes Qualifying hin. Obwohl ich Ungarn in 23 sehr interessant finde, weil auf der Geraden, sobald die Autos, das ist in Barcelona, glaube ich, dasselbe Problem, sobald die Autos auf der Geraden aus dem Windschatten rauskommen, sind die langsamer als der, der davor fährt. Deswegen immer, als wenn mich hier einen Ungarn überholen will, dann lasse ich den aus dem Windschatten rauskommen und dann kackt der auf einmal ab. Das ist in Barcelona auch sehr, sehr krass tatsächlich. So, vorne links geht auf 63%. Der Reifenverschleiß ist mittlerweile fein. Wir kriegen einen One-Stop mittlerweile hin. Wir rutschen auch halt nicht so krass viel rum, wie es jetzt mal war. Das wird natürlich in FH24 wahrscheinlich nochmal anders werden. Aber gut, gucken wir mal. Ja, gegen Oscar da vorne keine Chance. Ich habe mich zwar jetzt lange noch im Sekundenfenster gehalten. Oder knapp vorm Sekundenfenster, aber der war auf dem Harz, sind echt zu stark. Man sieht ja, es gibt auf der Strecke zwei, drei Stellen, da ist die KI einfach so viel schneller als man selbst. Ich persönlich weiß nicht wie, ich finde da auch keine Möglichkeit, irgendwie schneller zu sein. Aber naja, der WM-Kampf ist immer noch offen. Hauptsache, wir sind schon mal Konstrukteursmeister und jetzt kommen uns die restlichen Rennen voll und ganz auf die WM konzentrieren. Alter, wie langsam der noch geworden ist, ne? Well done, well done. Hätten wir fast finish. Noch bekommen. Ja, der wollte nur, dass die beiden näher zusammen sind, beide Autos. Das war hier heute bei weitem keine klare Sache, aber nichtsdestotrotz ein sehr... Nicht war das eine klare Sache. Also zumindest auf dem Harz sind. Auf dem Medium war wir ziemlich leicht, aber da hat Oscar wahrscheinlich auch noch mehr Reifen verwaltet. Deiner Meinung nach so ein unglaubliches Hab ich Resultat überhaupt nicht. Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Was für ein aufregender Abschluss eines unglaublichen Grand Prix-Wochenendes. Die drei Bestplatzierten freuen sich bestimmt wahnsinnig über ihre heutige Leistung da draußen. Ja, Doppelsieg. Nehmen wir mit, ne? Ja, keine Chance gegen Oscar. Keine Chance auf dem Hardstint, da irgendwas zu kamellen. Der war so viel schneller.
Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Oscar Piastri kann mit seiner Leistung zufrieden sein, denn er baut seine Führung weiter aus. 26 Punkte. Wer war nach diesem unglaublichen Renntag dein Fahrer des Tages? Und da sind wir auch Konstrukteursmeister. Ich entscheide mich heute für Oscar Piastri. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Das Team mit dem fahrenden Boss übernimmt die Führung in der Tabelle. Normalerweise schon. Wow, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende. Da wurde jetzt nichts gesagt, aber normalerweise müssen wir... Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Moment mal, lass mich mal nochmal schnell rechnen. So, pass auf. Wo ist... Okay, wir haben jetzt noch USA, Brasilien und Vegas. Sprint, Sprint, normales Wochenende. Heißt, 43 Punkte kann man machen, plus 15 im Sprintwochenende, sind 58 Punkte im Sprintwochenende. Das plus 58, weil wir haben zwei davon. Und dann nochmal plus 43. Gibt noch ohne schnellste Rennrunden jetzt natürlich 159 Punkte zu holen. Wir haben Abstand von 220 Punkten. Also hat sich nur wieder verbuggt und es wurde nichts gesagt. Wir sind Konstrukteursmeister. Schön, Spiel, dass du mal wieder verbuggt bist und nichts gesagt hast. Kommt dann wahrscheinlich ab nächstem Wochenende wieder, und zwar dann jedes Wochenende. Dass dann jedes Wochenende gesagt wird, dass wir neue Konstrukteurs. Was? Man könnte meinen, das Spiel verbuggt? Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Sehr schön. Wir sind seit längerem mal wieder Konstrukteursmeister. Ah ne, Season 13 wurden wir auch. Season 12 und Season 13 wurden wir auch Konstrukteursmeister. Gut. Sechsfacher jetzt. Sechsfacher Konstrukteursmeister, hoppla. In 13 Seasons, das ist, in 14 Seasons? Das ist okay, der Schnitt. Der ist gut. Das ist fast jede zweite Season, also. Beschweren, ne? Kann ich da normalerweise weniger. Aber Oscar hat die Season halt auch viel dabei getan. Obwohl wir beide tatsächlich funktionieren diese Saison. Wie gesagt, weil es halt das nächste 1-2, sowas wir geholt haben, also. Beschweren kann man sich da normalerweise weniger. Aua. Ah, Hand eingeklemmt. Meine Rangliste, wie gesagt, wir droppen auf 26 Punkte Abstand. Also wir müssen halt fast noch mit einem Ausfall von Oscar rechnen. Es wird schwer in der Fahrer-WM. Sei mal ganz ehrlich. Aber gucken wir mal, ne? Hier haben wir noch 25. Ich muss rechnen, das sind 33 Punkte, die ein Fahrer während des Rennens holen kann. Heißt 66. Heißt, dann nochmal 25 drauf. Okay, Lando wird auch nicht mehr. Aber es wird einer von uns beiden Weltmeister auf jeden Fall. Ich setze natürlich alles dran, dass ich das werde. Das steht fest. Oh, Armstrong ist hier aber stark gehalten mit dem Soft Medium. Also auf 6 hat er gute Punkte für Alpine geholt. Genauso wie Daruvala. Der Fries auch in den Punkten. Da fuck ist hier passiert. Russell fährt von 22 auf 12 hoch. Hat auch kein Glück dieses Jahr im Mercedes, ey. Lando 20 auf 13. Holt natürlich keine Punkte, klar. Albon und Sainz raus. Wie wir am Ende wieder rankamen, ne, weil der da so langsam wurde. Wir hätten ihn halt wirklich fast noch überholt. Weil die Ziellinie so dermaßen spät kommt. Ja, Medium Hard. Ah, weiß der Geil, wie die in Soft Medium gefahren sind. Echt Respekt. Keine Ahnung. Aber klar, die wurden dann sau langsam, ne, und haben halt mit dem Reifenplatzer gespielt, aber. No chance, bin ich ganz ehrlich. Krass, dass in Katar keiner Two-Stop fährt. Das erstaunt mich. Gut. So, dann scheppern wir das alles mal in die Statistik rein. Oscar gewinnt mal wieder ein Rennen. Jetzt Rennrunde holt er auch. Heißt, er hat sogar einen Grand Slam, Alter. Am Sprintwochenende, weißt du?
Ach ja, der Junge ist einfach OP. Als 24 muss man erstmal versuchen, ihn wieder zu kaufen zur Saisonhälfte. Sonst können wir wieder mit dem Rookie an den Start gehen, ey. Aber ich glaube, da würfeln wir einfach, wer es sein wird. Oder wir nehmen einfach den Besten oder so. Keine Ahnung. Oh ja, ist ja mehr oder weniger scheißegal. Ist ja dann mehr oder weniger scheißegal, wer es wird. Wenn wir eh versuchen, direkt wieder Neues zu kaufen. Ich glaube zwar nicht direkt, dass wir direkt Oscar kaufen können. Würde sie nehmen, beschweren würde ich mich nicht, aber denke mal, dass das nicht möglich sein wird. So, Albon Sainz. Was ist da passiert? Die ist gerade weg, damit man alle Anzeigen sehen kann im Spiel. Die ist gerade im Pausemodus. So, also kurz nach der Strategie gucken. Medium Hard. Ja, irgendwie sind wir in Soft Medium gefahren, aber pff, den schreibe ich nicht mit auf. Den werde ich hier niemals fahren, nicht in Katar. Obwohl unser Reifenverschleiß schon mal schlimmer war, ne? Der hat sich schon verbessert in Katar. Mittlerweile kriegen wir den One-Stop hin. Den haben wir ja zu Anfang noch gar nicht hinbekommen. Zumindest nicht mit einem Reifenplatzer. Oder mit einem Rumgerutsche, wie irre. Aber okay, morgen kommt dann noch Austin. Übermorgen haben wir Sao Paulo und danach das Saisonfinale in Vegas. Ja. Ich sag mal so, die WM ist noch offen. Es wird schwer, gegen Oscar das Ding zu machen. Aber gucken wir mal, ne? Der wird sich halt auch bestimmt noch Kacke leisten irgendwo oder strafen. Obwohl er hat eigentlich, ne, er ist ja auch in Monza und in Belgien ausgefallen. Zwei aufeinanderfolgende DNFs. Naja. Mal gucken, ob er sich da einen Fehler leisten wird. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Ausfall von ihm mindestens. Und selbst dann muss ich noch vor ihm ins Ziel kommen. Obwohl Austin letztes Jahr oder die letzten Jahre immer gut lief, meine ich. Erstaunlich gut. Obwohl ich es eigentlich als Problemstrecke im Kopf habe. Sao Paulo aber das Gegenteil tatsächlich ist. Sao Paulo hatte ich eigentlich immer als gute Strecke im Kopf, war aber immer eher eine Problemstrecke. Na, was weiß ich. Geh mal auf weiter. Und Vegas ist ja sowieso für den Arsch. Hoppala, das ist die falsche Szene. Vegas ist ja sowieso für den Arsch in der Regel. Ja, nicht für den Arsch, aber für den Arsch ist, stimmt nicht. Aber Vegas ist halt schwierig. So. Nicht Teamanerkennung von mir aus. Bringt uns ja eh nichts mehr. Der Motor aus 42%. Oh ja, das ist okay. Da hatte ich mit mehr Prozenten eigentlich gerechnet. Wie gesagt, den Motor brauchen wir jetzt nicht mehr fahren außer im Training. Und den Rest, die letzten zwei Sprintrennen und Vegas machen wir dann auf dem 5. Das geht voll fit. Das ist okay. Wir gehen jetzt gleich nach einer kurzen Pause in Sons of the Forest rein. Seit Ewigkeiten mal wieder. Muss ich mal fragen, ob der Server schon ein bisschen früher angemacht wird, damit wir jetzt schon rein können, weil dann brauchen wir nicht noch eine halbe Stunde warten. Auf Nils. Na gut. Dann skip, skip, skip. Ja, ich habe schon gelesen, dass es irgendwie nur ein Livery aktuell gibt, ne? Das ist halt auch wieder Schmutz. Aber, okay, dann werde ich mir Liveries reinmodden oder so. Aber doch, wir machen
Wir machen auch wieder da wieder eine Mighting-Karriere. Wir fangen da eh erstmal mit der Fahrerkarriere an. Wir machen das immer abwechselnd. Immer einen Monat My Team, einen Monat Fahrer. Und da wir hier mit der Mighting-Karriere enden, fangen wir da an mit der Fahrerkarriere. Von daher ist da noch ein bisschen. Ist da noch ein bisschen Zeit. Und da das auch eine komplette Fahrerkarriere-Saison wird, dauert das eh noch ewig. Bis. Dauert das eh noch ewig, bis da. Bis wir da reingehen und halt wirklich Livery spawnen. Na, guck mal, da ist die Trophäe, ja. Sehr schön. Wurde nur einfach nicht erwähnt. Gut. Vegas. Nächstes Sprintwochenende. Drei Sprintwochenende auf. Hintereinander, ey. Du bist ja bekloppt bei.